Zwei Punkte, null Tore, Rang 17. Und dennoch sah man in Hamburg nach dem vierten Spieltag fast ausschließlich lachende Gesichter. Denn Josef Zinnbauer hat dem HSV offenbar neues Leben eingehaucht. Beim 0:0 gegen Bayern München zeigte das Team im ersten Spiel unter dem neuen Trainer die stärkste Leistung der bisherigen Saison. Wir waren natürlich unter Druck, auch eine Leistung zeigen zu müssen, die dem HSV würdig ist. Das haben wir getan. Die Mannschaft hat sich sehr gut gezeigt, geführt von einem Trainer, der sich sehr gut eingestellt hat. Man will immer gewinnen, das ist klar, aber vor dem Spiel, glaube ich, hätte man das gern genommen. Und jetzt sind wir sehr zufrieden mit der Leistung, die Trainer und Team gebracht haben. Zufriedenheit suchte man beim Gegner aus München nach dem torlosen Unentschieden dagegen vergebens. Trainer Pep Guardiola zeigte beim Training am Sonntag den Einsatz, den seine Spieler nach einer anstrengenden Woche beim HSV nicht mehr auf den Platz bringen konnten. Ausgerechnet zum Wiesenauftakt wartet auf die Bayern und Chefmahner Matthias Sammer noch eine Menge Arbeit. Dortmund verliert Punkte und Mkhitaryan. Auf die Gala in der Champions League folgte der Bundesliga-Kater. Borussia Dortmund hat beim 0:2 in Mainz bereits die zweite Niederlage in vier Ligaspielen kassiert. Neben drei Punkten verlor der BVB zudem den nächsten Mittelfeldspieler. Henrik Mkhitaryan zog sich nach seiner Einwechslung einen knöchernen Bandausriss in der rechten Fußwurzel zu und fehlt den Schwarz-Gelben rund vier Wochen. Draxler vermisst eigene Geburtstagsparty. Es hätte ein perfekter Geburtstag für Julian Draxler werden können. Beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt hatte der Schalker Jungstar nach einem 0:2 Rückstand den Ausgleich für sein Team erzielt. Doch dann brannten ihm ausgerechnet an seinem 21. Geburtstag die Sicherungen durch. Wegen Nachtretens kassierte er die erste rote Karte seiner Profikarriere. Bereits zuvor war Kevin-Prinz Boateng vom Platz geflogen. Die Chance auf den ersten Schalker Saisonsieg war damit dahin. Und Draxler wird wohl auch im Derby am Samstag fehlen. Leverkusen geht in Wolfsburg unter. Die ersten fünf Pflichtspiele hatten sie alle gewonnen, doch die vergangene Woche werden sie in Leverkusen schnell vergessen wollen. Nach dem Unentschieden gegen Bremen und der Niederlage in Monaco ging die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt beim VfL Wolfsburg mit 1:4 unter. Die Tabellenführung ist dahin und die gute Laune in Leverkusen vorerst auch. Das Rekordtor der Woche. Der SC Paderborn bleibt die erfrischende Überraschung der Liga. Ungeschlagener Tabellenführer und ein Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben. Beim 2:0 gegen Hannover 96 erzielte Moritz Doppelkamp aus sagenhaften 83 Metern den Endstand. Vom eigenen Strafraum traf der neue Rekordhalter mit einem Befreiungsschlag ins verwaiste Tor seines Ex-Clubs. Noch nie zuvor war in der Bundesliga ein Tor aus größerer Entfernung erzielt worden. Am Dienstag wollen die Paderborner beim FC Bayern das nächste Kapitel ihres Bundesliga-Märchens schreiben.